Mansour wurde aufgrund eines internationalen Fahndungsnotizes festgehalten, wobei das Interpol uns dann offiziell benachrichtigt hat, dass diese Fahndungsnotiz nicht zur Grundlage eines Haftbefehls gemacht wurde. Jedenfalls gibt es keine rechtlichen Anhaltspunkte dafür, warum er hier festgehalten wird. Das Einzige, was wir erfahren haben, ist, dass er dem Ansehen Ägyptens geschadet hat durch seine massive Berichterstattung bei Al Jazeera und in anderen Medien, sodass er insbesondere deshalb gesucht wird. Und das ist offenbar ein politisches Urteil und keine rechtliche Beurteilung der Sache. Wie ist über seine Situation jetzt im Zelle? Seine Situation ist dementsprechend seiner Verhältnisse. Er sitzt in einer Haftzelle gemeinsam mit 7 anderen Personen, die straftätig wahrscheinlich belangbar sind und er nicht. Und wir haben jetzt dafür Sorge getragen, dass er zumindest in eine Einzelzelle kommt und zumindest in humaneren Umständen aufbewahrt wird.